Ja, bei Funktionsschaden läuft es ja vielen kalt den Rücken runter. Ich sortiere das natürlich in die Playlist Funktionsschaden, Funktion mit Parameter ein. Falls ihr jetzt hier fragt, was ist denn mal mit E oder mit LN als Schar, da habe ich ja eigene Playlists, wo dann auch Beispiele sind. Ihr müsst auf der Hauptseite nur runterscrollen, auf Analysis drücken und dann ploppen schon die ganzen Playlists auf. Hier möchte ich auf so ein paar Stolperfallen zu sprechen kommen fürs Ableiten. Es ist die Funktion f von x in Abhängigkeit von t. T ist der Parameter, x die Variable. Darauf sollten die Augen also beim Ableiten gehen. T steht ja nur für irgendeine Zahl. Aber hier steht einmal 1 durch 3t mal x. Dann steht da auch noch in Klammern hoch 2. Und die wenigsten nehmen jetzt hier U und V als Produktregel und dann auch noch hier die Teilableitung mit der Kettenregel. Sondern die meisten entschließen sich auszumultiplizieren. Und da müsst ihr echt auf ein paar Sachen achten. Nämlich einmal 1 durch 3t mal x. Ich lasse die Klammer, obwohl ich jetzt ausmultipliziere. Denn das bezieht sich gleich nochmal auf all das, was hier drin steht. Dann ergibt das x hoch 2 minus 6tx plus 9t hoch 2. Warum? Wenn ich es mit der binomischen Formel mache, das erste hoch 2 minus. Das mal das wäre 3tx, aber nochmal 2 der Mittelteil. Plus wegen, klar, das ist der letzte Teil, ist immer Plus, Minus mal Minus ergibt Plus. 3t hoch 2, da schreiben viele nur t hoch 2 hin, aber die 3 wird auch hoch 2 genommen, deshalb 3 mal 3 ist 9. Alternativ könntet ihr sagen, ihr schreibt x minus 3t mal x minus 3t und multipliziert dann jedes mit jedem und zieht dann zusammen. Wer sich jetzt sagt, mach es doch mal eben vor, mache ich eben das mal das. Das mal das ist minus 3tx. Das mal das wieder minus 3tx. Das mal das ist plus 9t². Minus 3tx minus nochmal 3tx sind insgesamt minus 6tx. Das war ja so der Urgrund, binomische Formeln. Dieser mittlere Teil kommt eben zweimal vor. Könnt ihr auch vergleichen. Nächste Stolperfalle: Ihr müsst dieses ganze Paket überall innen drin hinmultiplizieren. Mit überall meine ich das Paket, das Paket, das Paket. Überall heißt jetzt nicht hier, hier und hier hin, denn hier steht ein Mal dazwischen. Es geht nur um die Abstufung. Irgendein Paket minus, noch ein Paket plus. Noch ein Paket, also da überall hin, würde ausführlich ergeben 1 durch 3tx mal x Quadrat, dann minus 6tx dahin multipliziert, also 1 durch 3t mal x und dann plus zu 9t Quadrat auch hin multipliziert und jetzt, na, da ist überall ein Mal. Jetzt muss man wieder so ein bisschen aufpassen. Hier vorne kann ich nur rechnen, x mal x hoch 2 ist x hoch 3. Hier haben wir jetzt 1 durch 3t und das t würde ja, wenn ich es in Bruchschreibweise schreiben würde, wollen, t Eintel sein. Deshalb kann ich jetzt oben das t und unten das t wegkürzen. Dann habe ich die 6 hier, könnte ich auch als Eintel schreiben. 3 und 6 gekürzt ist 2. Ihr könnt es ja nochmal sauber aufschreiben. Also habe ich nur noch minus die 2, t ist ja weg. X mal x darf nicht untergehen, ist x Quadrat. Hier wieder so ein ähnliches Spielchen. Das wäre Eintel, das wäre Eintel. Hier könnte ich auch Eintel schreiben. Warum? Unten einmal 1 mal 1 ist 1. Deshalb könnt ihr es wieder weglassen. Das mache ich nur, damit deutlich wird. Hier steht durch 3t, steht ein Mal t und t Quadrat, da kann ich ein t wegmachen, bleibt nur ein t. Also von t hoch 2, das wäre ja völlig ausführlich t mal t, deshalb 1 weg. 3 unten, 9 oben ergibt 3, also plus, was bleibt nur noch übrig? 3x mal t. Das ist natürlich immer, das sind so die Geschichten, warum viele dann immer, dann vergisst man mal einen T, dann vergisst man mal das. Naja, also wie gesagt, bisschen Konzentration, vielleicht habt ihr auch Überprüfungsergebnisse und
dann sollte man gut da durchkommen. Passt beim Einsetzen auf, wenn ihr irgendwas jetzt wiederum dann habt, wenn ihr das jetzt ableitet. Machen wir mal die erste Ableitung. Ft' von x wäre 3 nach vorne multipliziert. 1 durch 3t bleibt, weil es ja multipliziert ist. Hoch 2 minus 4x. Die 2 wird nach vorne multipliziert, also minus 4x. Plus, und jetzt ist hier wieder so eine Tücke. Was ist die Variable? Die Variable ist x. T müsste ich eigentlich so schreiben. 3t mal x, 3 mal t mal x, das ist die Zahl. Zahl mal x abgeleitet ist die Zahl. So, und dann habe ich das Gerüppelte hier stehen. Hier kann ich jetzt wieder wegkürzen und dann entsprechend weitermachen. Zweite Ableitung und so fort. Und wenn ihr irgendwo mal irgendwas raus habt, wie zum Beispiel x ist gleich was auch immer, 20t passt beim Einsetzen natürlich wieder auf, irgendwie in die Ausgangsfunktion hier für x. Wenn ihr da irgendwo Fragen habt, immer durchschicken. Da kann man zu allem im Video machen. Meistens sind es die Grundlagen, woran es dann scheitert.